Elftes Kapitel. Die Landpartie, die man nach dem Wilmersdorfer Spaziergange verabredet oder wenigstens geplant hatte, war nun auf einige Wochen hin das Lieblingsgespräch und immer wenn Botho kam, überlegte man wohin. Alle möglichen Plätze wurden erwogen, Erkner und Kranichberge, Schwilo und Baumgartenbrück, aber alle waren noch immer zu besucht und so kam es, dass Botho schließlich Hankels Ablage nannte, von dessen Schönheit und Einsamkeit er wahre Wunderdinge gehört habe. Lene war einverstanden. Ihr lag nur daran, einmal hinauszukommen und in Gottes freier Natur, möglichst fern von dem großstädtischen Getriebe, mit dem geliebten Manne zusammen zu sein. Wo war gleichgültig. Der nächste Freitag wurde zu der Partie bestimmt, abgemacht, und nun fuhren sie mit dem Görlitzer Nachmittagszuge nach Ankels Ablage hinaus, wo sie Nachtquartier nehmen und den anderen Tag in aller Stille zubringen wollten. Der Zug hatte nur wenige Wagen, aber auch diese waren schwach besetzt, und so kam es, dass sich Botho und Lene allein befanden. In dem Coupé nebenan wurde lebhaft gesprochen, zugleich deutlich genug, um herauszuhören, dass es Weiterreisende waren, keine Mitpassagiere für Hankels Ablage. Lene war glücklich, reichte Botho die Hand und sah schweigend in die Wald- und Heidelandschaft hinaus. Endlich sagte sie, »Was wird aber Frau Dörr sagen, dass wir sie zu Hause gelassen?« »Sie darf es gar nicht erfahren. Mutter wird es ja ausplaudern. Ja, dann steht es schlimm. Und doch ließ ich's nicht anders tun. Sie, auf der Wiese neulich, da ging es, da waren wir Mutterwindel allein. Aber wenn wir in Hankels Ablage auch noch so viel Einsamkeit finden, so finden wir doch immer einen Wirt und eine Wirtin und vielleicht sogar einen Berliner Kellner. Und solch Kellner, der immer so still vor sich hinlacht oder wenigstens in sich hinein, den kann ich nicht aushalten, der verdirbt mir die Freude. Frau Dörr, wenn sie neben deiner Mutter sitzt oder den alten Dörr erzieht, ist unbezahlbar, aber nicht unter Menschen. Unter Menschen ist sie bloß komische Figur und eine Verlegenheit. Gegen 5 hielt der Zug an einem Waldrande. Wirklich, niemand außer Botho und Lene stieg aus und beide schlenderten jetzt behaglich und unter häufigem Verweilen auf ein Gasthaus zu, das in etwa 10 Minuten Entfernung von dem kleinen Stationsgebäude hart an der Spree seinen Platz hatte. Dies Etablissement, wie sich's auf einem schiefstehenden Wegweiser nannte, war ursprünglich ein bloßes Fischerhaus gewesen, das sich erst sehr allmählich und mehr durch An- als Umbau in ein Gasthaus verwandelt hatte. Der Blick über den Strom aber hielt für alles, was sonst vielleicht fehlen mochte, schadlos und ließ das glänzende Renommee, dessen sich diese Stelle bei allen Eingeweihten erfreute, keinen Augenblick als übertrieben erscheinen. Auch Lene fühlte sich sofort angeheimelt und nahm in einer verandaartig vorgebauten Holzhalle Platz, deren eine Hälfte von dem Gezweig einer alten, zwischen Haus und Ufer stehenden Ulme verdeckt wurde. »Hier bleiben wir«, sagte sie, »sieh doch nur die Kähne, 2, 3, und dort weiter hinauf kommt eine ganze Flotte. Ja, das war ein glücklicher Gedanke, der uns hierher geführt hat. Sieh doch nur, wie sie drüben auf dem Kahne hin und her laufen und sich gegen die Ruder stemmen. Und dabei alles so still. O, mein einziger Botho, wie schön das ist und wie gut ich dir bin.« Botho freute sich, Lene so glücklich zu sehen. Etwas Entschlossenes und beinahe Herbes, das sonst in ihrem Charakter lag, war wie von ihr genommen und einer ihr sonst fremden Gefühlsweichheit gewichen, und dieser Wechsel schien ihr selber unendlich wohl zu sein. Nach einer Weile kam der sein Etablissement schon von Vater und Großvater her innehabende Wirt, um nach den Befehlen der Herrschaften zu fragen, vor allem auch, ob sie zu Nacht bleiben würden, und bat, als diese Frage bejaht worden war, über ihr Zimmer Beschluss fassen zu wollen. Es ständen ihnen mehrere zur Verfügung, unter denen die Giebelstube wohl die beste sein würde. Sie sei zwar niedrig, aber sonst groß und geräumig und hätte den Blick über die Spree bis an die Müggelberge. Der Wirt ging nun, als sein Vorschlag angenommen war, um die nötigen Vorbereitungen zu treffen. Und Botho und Lene waren nicht nur wieder allein miteinander, sondern genossen auch das Glück dieses Alleinseins in vollen Zügen.
Auf einem der herabhängenden Ulmenzweige wiegte sich ein in einem niedrigen Nachbargebüsche nistender Fink. Schwalben fuhren hin und her, und zuletzt kam eine schwarze Henne mit einem langen Gefolge von Entenküken an der Veranda vorüber und stolzierte gravitätisch auf einen weit in den Fluss hineingebauten Wassersteg zu. Mitten auf dem Steg aber blieb die Henne stehen, während sich die Küken ins Wasser stürzten und fortschwammen. Lene sah eifrig dem allen zu. »Sieh nur, Botho, wie der Strom durch die Pfähle schießt!« Aber eigentlich war es weder der Steg noch die durchschießende Flut, was sie fesselte, sondern die zwei Boote, die vorne angekettet lagen. Sie liebäugelte damit und erging sich in kleinen Fragen und Anspielungen, und erst als Botho taub blieb und durchaus nichts davon verstehen wollte, rückte sie klarer mit der Sprache heraus und sagte rundweg, dass sie gern Wasser fahren möchte. »Weiber sind doch unverbesserlich, unverbesserlich in ihrem Leichtsinn. Denk an den zweiten Ostertag. Um ein Haar wär ich ertrunken, gewiss, aber das war nur das eine. Nebenher lief die Bekanntschaft mit einem stattlichen Herrn, dessen du dich vielleicht entsinnst. Er hieß Botho. Du wirst doch, denke ich, den zweiten Ostertag nicht als einen Unglückstag ansehen wollen. Da bin ich artiger und galanter. Nun, nun, aber kannst du denn auch rudern, Lene? Freilich kann ich und kann auch sogar steuern und ein Segel stellen. Weil ich beinahe ertrunken wäre, denkst du gering von mir und meiner Kunst. Aber der Junge war schuld und der Trinken kann am Ende jeder.« Und dabei ging sie von der Veranda her den Steg entlang auf die zwei Boote zu, deren Segel eingerefft waren, während ihre Wimpel mit eingestecktem Namen oben an der Mastspitze flatterten. »Welches nehmen wir?« sagte Botho, »die Forelle oder die Hoffnung?« »Natürlich die Forelle. Was sollen wir mit der Hoffnung?« Botho hörte wohl heraus, dass dies von Lene mit Absicht und um zu sticheln gesagt wurde, denn so fein sie fühlte, so verleugnete sie doch nie das an kleinen Spitzen gefallen findende Berliner Kind. Er verzieh ihr aber dieses Spitzige, schwieg und war ihr beim Einsteigen behilflich. Dann sprang er nach. Als er gleich darauf das Boot loskettlen wollte, kam der Wirt und brachte Jackett und Plaid, weil es bei Sonnenuntergang kalt würde. Beide dankten, und in Kürze waren sie mitten auf dem Strome, der hier, durch Inseln und Landzungen eingeengt, keine 300 Schritt breit sein mochte. Lene tat nur dann und wann einen Schlag mit dem Ruder, aber auch diese wenigen Schläge reichten schon aus, sie nach einer kleinen Weile bis an eine hoch in Gras stehende, zugleich als Schiffswerft dienende Wiese zu führen, auf der, in einiger Entfernung von ihnen, ein Spreekahn gebaut und alte, leckgewordene Kähne kalfatert und geteert wurden. »Dahin müssen wir«, jubelte Lene, während sie Botho mit sich fortzog. Aber ehe beide bis an die Schiffsbaustelle heran waren, hörte das Hämmern der Zimmermannsaxt auf und das beginnende Läuten der Glocke verkündete, dass Feierabend sei. So bogen sie denn 100 Schritt von der Werft ein in einen Pfad, der schräg über die Wiese hin auf einen Kiefernwald zuführte. Die roten Stämme desselben glühten prächtig im Widerschein der schon tiefstehenden Sonne, während über den Kronen ein bläulicher Nebel lag. »Ich möchte dir einen recht schönen Strauß pflücken«, sagte Botho, während er Lene bei der Hand nahm. »Aber sieh nur, die reine Wiese, nichts als Gras und keine Blume, nicht eine. Doch die Hülle und Fülle. Du siehst nur keine, weil du zu anspruchsvoll bist. Und wenn ich es wäre, so wäre ich es bloß für dich. Oh, keine Ausflüchte, du wirst sehen, ich finde welche.« Und sich niederbückend suchte sie nach rechts und links hin und sagte, »Sieh nur hier und da und hier wieder, es stehen hier mehr als in Dörrs Garten, man muss nur ein Auge dafür haben.« Und so pflückte sie behend und emsig, zugleich allerlei Unkraut und Grashalme mit ausreißend, bis sie, nach ganz kurzer Zeit, eine Menge Brauchbares und Unbrauchbares in Händen hatte. Währenddem waren sie bis an eine seit Jahr und Tag leerstehende Fischerhütte gekommen, vor der auf einem mit Kienäpfeln überstreuten Sandstreifen, denn der Wald stieg unmittelbar dahinter an, ein umgestülpter Kahn lag. »Der kommt uns zu Pass«, sagte Botho,
Hier wollen wir uns setzen. Du musst ja müde sein. Und nun lass sehen, was du gepflückt hast. Ich glaube, du weißt es selber nicht, und ich werde mich auf den Botaniker hin ausspielen müssen. Gib her, das ist Ranunkel und das ist Mäuseohr. Und manche nennen es auch ein falsches Vergissmeinnicht. Hörst du? Falsches. Und hier das mit dem gezackten Blatt, das ist Taraxacum, unsere gute alte Butterblume, woraus die Franzosen Salat machen. Nun, meinetwegen. Aber Salat und Bouquet, das ist ein Unterschied. Gib nur wieder her, lachte Lene. Du hast kein Auge für diese Dinge, weil du keine Liebe dafür hast. Und Auge und Liebe gehören immer zusammen. Erst hast du der Wiese die Blumen abgesprochen, und jetzt, wo sie da sind, willst du sie nicht als richtige Blumen gelten lassen. Es sind aber Blumen und noch dazu sehr gute. Was gilt die Wette, dass ich dir etwas Hübsches zusammenstelle? Nun, da bin ich doch neugierig, was du wählen wirst. Nu, solche, denen du selber zustimmst. Und lass uns anfangen. Hier ist Vergissmeinnicht. Aber kein Mäuseohr Vergissmeinnicht will sagen kein falsches, sondern ein echtes. Zugestanden? Ja. Und das hier ist Ehrenpreis, eine feine kleine Blume. Die wirst du doch auch wohl gelten lassen. Da frag ich gar nicht erst. Und diese große rotbraune, das ist Teufelsabbiss und eigens für dich gewachsen. Ja, lache nur. Und das hier? Und sie bückte sich nach ein paar gelben Blumenköpfchen, die gerade vor ihr auf der Sandstelle blühten. Das sind Immortellen. Immortellen, sagte Botho. Die sind ja die Passion der alten Frau Nimptsch. Natürlich. Die nehmen wir, die dürfen nicht fehlen. Und nun binde nur das Sträußchen zusammen. Gut, aber womit? Wir wollen es lassen, bis wir eine Binse finden. Nein, so lange will ich nicht warten. Und ein Binsenhalm ist mir auch nicht gut genug, ist zu dick und zu grob. Ich will was Feines. Weißt du, Lene, du hast so schönes langes Haar. Reiß eins aus und flicht den Strauß damit zusammen. Nein, sagte sie bestimmt. Nein? Warum nicht? Warum nein? Weil das Sprichwort sagt, Haar bindet. Und wenn ich es um den Strauß binde, so bist du mitgebunden. Ach, das ist Aberglaube. Das sagt Frau Dörr. Nein, die alte Frau sagt es. Und was die mir von Jugend auf gesagt hat, auch wenn es wie Aberglauben aussah, das war immer richtig. Nun, meinetwegen, ich streite nicht. Aber ich will kein Anderband um den Strauß als ein Haar von dir. Und du wirst doch nicht so eigensinnig sein und mir's abschlagen. Sie sah ihn an, zog ein Haar aus dem Scheitel und wand es um den Strauß. Dann sagte sie: Du hast es gewollt. Hier, nimm es. Nun bist du gebunden. Er versuchte zu lachen, aber der Ernst, mit dem sie das Gespräch geführt und die letzten Worte gesprochen hatte, war doch nicht ohne Eindruck auf ihn geblieben. Es wird kühl, sagte er nach einer Weile. Der Wirt hatte recht, der Jackett und Plaid nachzubringen. Komm, lass uns aufbrechen. Und so gingen sie wieder auf die Stelle zu, wo das Boot lag, und eilten sich, über den Fluss zu kommen. Ja, erst im Rückfahren sahen sie, wie malerisch das Gasthaus dalag, dem sie mit jedem Ruderschlage näher kamen. Eine hohe, groteske Mütze, so saß das Schilfdach auf dem niedrigen Fachwerkbau, in dessen vier kleine Frontfenster sich eben zu erhellen begannen, und im selben Augenblicke wurden auch ein paar Windlichter in die Veranda getragen, und durch das Gezweige der alten Ulme, das im Dunkel einem fantastischen Gitterwerke glich, blitzten allerlei Lichtstreifen über den Strom hin. Keiner sprach. Jeder aber hing seinem Glück und der Frage nach, wie lange das Glück noch dauern werde.